Die Lebensmittelpreise sind in Deutschland in den letzten Monaten stark gestiegen. Ich sehe das auch. Ich wohne nämlich in der Schweiz, gehe natürlich meistens auch in der Schweiz einkaufen. Ab und zu gehe ich aber über die Grenze. Früher war es dann so, dass es wirklich extrem viel günstiger war. Nur, man merkt jetzt oder ich merke jetzt, die Preise gleichen sich immer weiter an. Ich habe das auch schon mal in einem Video vor einigen Monaten dargestellt. Da habe ich einen Vergleichseinkauf gemacht zwischen Aldi und Aldi Schweiz und Aldi in Deutschland. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich verlinke das dann oben in der Ecke und auch in der Videobeschreibung. Und heute zeige ich euch einfach mal, was ein Einkauf in der Schweiz kostet. Ich habe jetzt nicht irgendwie groß geplant oder so, ich habe jetzt einfach nur das Zeug gekauft, was ich noch fürs Wochenende brauche. Wir kriegen Besuch, müssen was kochen. Ein paar Sachen haben halt noch gefehlt. Und ja, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Fangen wir mal direkt an mit dem Leerdammer hier, der ist importiert. Kommt wahrscheinlich, ja, manche Schweizer denken sich wahrscheinlich jetzt, wie kann der nur hier importierten Käse essen, wenn er doch im Käseland Schweiz ist. Aber eben meine Tochter hat den gern. Und hier oben seht ihr den Preis, den habe ich selbst draufgeschrieben. 3,95 Franken für euch, die sich jetzt mit den Wechselkursen, also nur damit ihr weißt, damit ihr wisst, wie der Wechselkurs ist, der ist ungefähr bei 1 zu 1. Das heißt, das wäre ungefähr das gleiche in Euro. Ja, 3,95, das ist schon einiges teurer als jetzt in Deutschland. Das kann ich auch, das habe ich auch gemerkt. Ja. Dann haben wir hier eine Avocado, ist eine Standard-Avocado, keine Bio-Avocado. Die waren im Angebot, kosten 1,30 und der Normalpreis war. Ist 1,45. Und das ist, glaube ich, schon etwas ungefähr auf deutschem Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Das ist hier als nächstes ein Butterzopf. Das ist halt so ein Brot, sage ich mal, was man zum Frühstück isst in der Schweiz, oft gerne auch am Wochenende oder gerne am Wochenende vor allen Dingen. Und der kostet 3,90 Franken. Das ist ein 500-Gramm-Brot. Und denke mal, das liegt jetzt auch ungefähr auf dem Niveau, wie es in Deutschland ist. Wahrscheinlich, na, wahrscheinlich ein bisschen teurer. Ihr könnt mir gerne Feedback geben. Ihr habt die Preise in Deutschland besser im Kopf als ich. Aber weiter im Text. Als nächstes, da haben wir wirklich mal einen Schweizer Käse. Das ist der Gruyère. Ich halte mal in die Kamera rein. Kann man gut hoffentlich erkennen. Und der kostet 5,75 Franken. Und das sind 249 Gramm. Ja. Ist übrigens in Deutschland auch günstiger. Selbst der, also wenn der Schweizer Käse über die Grenze geht, dann ist er sofort günstiger. Ja, das ist, hört sich verwunderlich an, aber ist wirklich so. Dann haben wir hier zwei Bio-Peperoni, sagen wir hier in der Schweiz. Ist in Deutschland Paprika. Die kosten 1,70 Franken, sind 400 Gramm. Dann habe ich sechs Bio-Eier gekauft. Die kosten 4,70 Franken und sind Größe M. Und das ist auch etwas, wo ich denke, dass das auch in Deutschland jetzt eher günstiger sein würde. Kommen wir zur Milch. Das ist jetzt Biomilch, die ich hier gekauft habe. Ich war übrigens im Migros einkaufen. Wer sich auskennt ein bisschen in der Schweiz, der weiß, dass das so auf dem Niveau, auf dem Preisniveau von ungefähr Rewe ist oder von Edeka ist. Ist halt kein Discounter, sondern ist ein Vollsortiment, also ein ganz normaler klassischer Supermarkt. Genau, dann sind wir wieder bei der Milch hier. Das ist Biomilch, Schweizer Biomilch natürlich. Und die kostet 1,95, das ist ein Liter. Dann haben wir hier Rivella. Wer das kennt, der kennt sich auch ein bisschen mit der Schweiz aus. Das ist die Schweizer, sage ich mal, Limonade. Das ist eigentlich ein Abfallprodukt aus der Milchproduktion. Das ist nämlich ein Molkedrink. Schmeckt ziemlich süß, schmeckt gut, vor allem wenn es draußen heiß ist, finde ich. So im Sommer, wenn man das Eis gekühlt hat. Und das kostet 1,45. Ist eine 500 ml Flasche, wenn mich das nicht täuscht. Genau, ja. Dann habe ich hier noch einen Sack Kartoffeln gekauft. Mehlig kochende Standardkartoffeln, keine Bio-Kartoffeln. Es gibt noch mal eine günstigere Marke bei der Migros. Das ist jetzt aber das normale klassische Produkt. Und das sind 2,5 Kilo und die kosten 3,95 Franken. Dann haben wir noch Äpfel Pink Lady. Kann man natürlich gut vergleichen dann. Sind übrigens Schweizer Pink Lady. Man sieht es hier an dem Schweizer Kreuz. Hoffentlich stelle die Kamera mal scharf jetzt hier. Genau, da seht ihr das. Pink Lady mit dem Schweizer Kreuz, das heißt, die kommen wirklich auch aus der Schweiz. Kosten pro Kilo 4,95 Franken. Sind auch etwas teurer als jetzt in Deutschland, aber nicht so stark, würde ich jetzt sagen. Und die drei haben jetzt gekostet 2,55 Franken. Dann haben wir hier Rosmarin, frischer Rosmarin habe ich gekauft. Kostet 2,10 Franken, sind 20 Gramm. Dann habe ich noch gekauft Salbei, sind auch 20 Gramm, kostet auch 2,10 Franken. Übrigens Bio, das eine, also Rosmarin ist Bio. Dann haben wir hier Lauch, der kostet 2 Franken, sind 364 Gramm. Dann habe ich hier so Standard-Rispentomaten gekauft, die brauchen wir zum Kochen. Die kosten pro Kilo 3,60 Franken, sind keine Bio, sind ganz normale Standarddinger, kosten halt 3,60 Franken pro Kilo und die haben jetzt hier gekostet 1,95 Franken.
25. Und dann habe ich hier noch ein Knollensellerie, das sind 358 Gramm und der kostet 95 Rappen, also 95 Cent. Dann kommen wir zum Fleisch. Fleisch ist so eine Sache, Fleisch ist wirklich schon um einiges teurer hier in der Schweiz. Also wer sich jetzt mal so ein schönes Rindsfilet gönnen will, so ein schönes Steak oder so aus Schweizer Produktion, aus Schweizer, von Schweizer Kühen, von glücklichen Kühen, dann kann man schon so mit 80, 90 oder auch über 100 Franken pro Kilo rechnen, ja. Also in der Migros zum Beispiel bei der Fleischabteilung, wenn man sich da ein Steak abschneiden lässt und dann vielleicht so ein hochwertigeres nimmt oder vermeintlich hochwertigeres aus Irland oder so, da kann man schon mit 120 Franken pro Kilo rechnen. Aber eben die Servelas sind noch recht günstig, ist halt eine Wurst, das ist so eine Wurst, die man auf den Grill legt, also die grilliert man. Ist quasi die klassische Bratwurst in der Schweiz, wenn man so will. Gibt auch noch eine andere, komme ich gleich zu. Und die kosten jetzt die beide zusammen 1,95 Franken und das sind 200 Gramm. Dann kommen wir zu der anderen Bratwurst, das ist die St. Galler oder Olmer Bratwurst. Die St. Galler sind da mega stolz drauf, weil die halt so einen feinen, wirklich feinen Geschmack hat. Ist eine Kalbsbratwurst und sollte man auch in St. Gallen niemals mit Senf essen, dann beleidigt man nämlich die einheimische Bevölkerung. Ja. Da gibt es auch einige lustige Geschichten dazu. Aber eben, das ist eine Kalbsbratwurst und das sind 320 Gramm und kosten 3,95 Franken. Dann habe ich hier noch ein Kilo Salz gekauft, jodiertes, flodiertes. Das kostet 95 Rappen, ist auch Schweizer Salz, also aus den Schweizer Alpen. Dann haben wir noch den Bauernspeck, der kostet 4 Franken, das ist eine kleine Packung, sind nur 78 Gramm drin. Das Kilo kostet 51 Franken. Also auch hier um einiges teurer als jetzt in Deutschland, weil es halt Fleisch ist. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Banane, das sind Bio-Bananen, 378 Gramm, zwei Stück und die kosten 1,10 Franken. Und das ist ungefähr auf dem Level, wie es in Deutschland auch ist, würde ich sagen. Denn das Kilo kostet 2,95 Franken. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt ja mal schätzen, was hat das alles zusammen gekostet. Ich sag's euch gleich. Habt ihr jetzt noch Zeit, in die Kommentare reinzuschreiben oder könnt ihr schnell auf Pause machen, wenn ihr mitmachen wollt. Insgesamt hat das Ganze gekostet 51 Franken und 55 Rappen. Und ehrlich gesagt, ich war echt überrascht, als ich das eingescannt habe. Ich habe das mit so einem Handscanner eingescannt. Also für die, die das jetzt nicht kennen, das ist eigentlich Standard im Schweizer Supermarkt, in den größeren zumindest. Dass wenn man reinkommt, kann man sich so einen Handscanner holen mit so einer Cumulus-Karte, wenn man halt sich registriert hat. Kann man diesen Handscanner nehmen und dann kann man alles schon aus dem Regal rausnehmen, abscannen, direkt in die Tragetasche rein, kann dann hinterher beim Ausgang einfach in so ein Zahlterminal gehen. Bezahlt dann mit Karte und nimmt dann seine Tragetasche und geht zum Auto oder geht nach Hause zu Fuß, was weiß ich. Und dann ist der ganze Einkauf erledigt und wirklich eine richtig bequeme Sache. Mache ich wirklich gerne. Ich fahre sogar manchmal echt zu den Läden hin, wo es das gibt. Ja. Es gibt auch gegenüber von uns hier in Aldi, Aldi Swiss, der hat auch wirklich sehr gute Produkte, hat auch sehr viele Schweizer Produkte, ist auch vom Preis her richtig günstig, aber die haben halt dieses Handscanner-System nicht. Und eben, ich bin das schon gewohnt und das mache ich dann nicht so gerne. Ich habe keine Lust, das ganze Zeug noch aufs Band zu legen und dann wieder einzupacken und so, aber das nur am Rande. Aber eben, ich habe mich dann echt gewundert, habe gedacht, so, habe ich jetzt wirklich alles eingescannt oder habe ich was vergessen? Ich habe es nochmal kontrolliert. Nein, ich habe nichts vergessen, ich habe alles eingescannt. Und eben 51 Franken 55 finde ich jetzt für den Einkauf wirklich nicht so teuer. Ja? Und jetzt ist natürlich eure Meinung gefragt. Vor allem interessiert mich das aus Deutschland. Was sagt ihr? Ist das eher teuer? Ist das eher günstig? Hättet ihr mehr erwartet aus der Schweiz? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und für die, die es jetzt noch interessiert, ich habe ja vor einigen Monaten dieses Vergleichsvideo gemacht zwischen Aldi Swiss und Aldi in Deutschland, nämlich Aldi Süd. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich verlinke das dann hier. Könnt ihr gerne draufklicken. Und vielleicht mache ich ja dann sogar mal ein neues jetzt. Sind das schon wieder einige Monate rum, um mal zu schauen, wie sich die Preise entwickelt haben, nämlich in Deutschland und in der Schweiz. Das könnte ich ja wirklich gut machen anhand der gleichen Produkte. Wäre bestimmt ein spannendes Video. Gut, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.